Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz von Holstein Kiel vor unserem Auswärtsspiel in Paderborn am Samstag 13 Uhr Anstoß. Mit mir auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Marcel Rapp. Marcel, es geht zum Tabellenführer. Eine besondere Herausforderung für dich und das Team. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ja, wir freuen uns total und wollen den Rückenwind von den letzten Spielen mitnehmen. Ja, spielen gegen Tabellenführer. Ich meine, es sind 4 Spieltage gespielt. Ich glaube, das sollte man nicht zu hoch hängen. Aber wir spielen auf jeden Fall gegen eine Mannschaft, die in einer sehr guten Verfassung ist. Und ich glaube, wir müssen uns auch nicht verstecken. Und ich glaube, die Zuschauer werden ein schönes Spiel sehen. Ja, danke Marcel. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Kollegen von der Presse. Und wir beginnen mit Niklas Heiden von den Kieler Nachrichten, bitte. Ja, guten Morgen Marcel. Lass uns doch gerne mal mit einem kleinen Personalupdate anfangen. Wie sieht's da aus? Wer ist dabei? Sind neben Luis Holpi und Marco Comenda noch Jungs dazugekommen, die definitiv ausfallen für das Spiel in Paderborn? Ja, also zu den 2 kommt noch Stefan Teska dazu, der nächste Woche wieder auf dem Platz einsteigen wird. Erstmal individuell und dann mit der Mannschaft. Aber auch da muss man mal schauen, wie er das alles verkraftet. Die 2 Ausfälle sind es. Mikkel Kirkeskov kommt wieder zurück. Der war jetzt im Training, muss man auch mal wieder schauen. Wir haben gestern 11 gegen 11 gespielt. Das ist immer so ein bisschen die Standortbestimmung für die Spieler. Wie verkraften sie das auch einen Tag danach? Aber er ist auf jeden Fall wieder gesund und sind keine weiteren Ausfälle dazugekommen. Ja, dann die nächste Frage gerne dann von Finn-Ole Martens, bitte. Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe eine Frage allgemein zum Saisonstart, weil ich erinnere noch, dass wir nach dem letzten Vorbereitungsspiel da standen und sie gelobt haben und gesagt haben, was das für eine gute Vorbereitung insgesamt war. Dann gab es den Saisonstart mit 2 Unentschieden. Plötzlich wurde schon geschrieben und wir haben auch gesagt, ui, Holstein muss aufpassen, nur 2 Unentschieden, 2 Punkte, mal schauen, was in Magdeburg passiert. Jetzt ist Holstein die Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Ist das die Schnelllebigkeit des Fußballgeschäfts und wie beeinflusst das Ihre Arbeit als Trainer, die ja aber auch sich von so kurzfristigen Ergebnissen eigentlich ja, fernhalten muss, oder? Ja, genau so, wie Sie sagen. Also ich glaube, als Trainer sollte man die Leistung bewerten und nicht irgendwie die Ergebnisse, weil das habe ich auch schon öfters hier erwähnt, dass die Summe der guten Leistungen werden dann zwangsläufig zu Ergebnissen führen. Und in der Vorbereitung lief einfach, außer die Corona-Problematik, die schon über allem stand, aber die Jungs, die trainiert haben, haben es einfach hervorragend gemacht. Wir hatten gar kein Tal irgendwie so in der Vorbereitung, sondern sind von Spiel zu Spiel marschiert, haben das alles ordentlich umgesetzt und hatten dann eigentlich unser erstes Tal leistungsmäßig in Fürth, wo wir vielleicht dann auch ein Stück weit zu hohe Erwartungen hatten, weil alles vielleicht auch zu einfach lief, wo wir dachten, keine Ahnung, es läuft vielleicht, ich will jetzt sagen, von allein, aber die Ansprüche an uns selber waren sehr hoch. Und in dem Tag war der Gegner aber auch sehr stark, muss man sagen. Und dann ein Heimspiel gegen Lautern, wo man jetzt im Nachhinein natürlich auch ein bisschen einschätzen kann, das besser. Wo auch nicht ganz so einfach war, wo man aber auch denkt, gegen einen Aufsteiger zu Hause sollte doch eigentlich mehr drin sein. Und deswegen war man nach den 2 Spielen schon ein bisschen enttäuscht, aber eher von unseren Leistungen. Und ich glaube, die letzten 2 Spiele, da haben wir das Blatt ein Stück weit gewendet. Da waren die Leistungen wieder so wie in der Vorbereitung. Und jetzt haben wir da auch die volle Punkteausbeute geholt. Und so sollte es weitergehen. Aber als Trainer, glaube ich, sollte man immer die Leistung bewerten. Und deswegen war ich in der Vorbereitung sehr zufrieden. In den ersten 2 Spielen war ich nicht zufrieden, aber die ganze Mannschaft war unzufrieden. Haben dann überlegt, woran kann das liegen. Haben so ein paar Stellschrauben gedreht. Und jetzt scheint es besser zu laufen oder läuft es besser, aber es ist nicht irgendwie so, dass es von allein da ist, sondern man muss da Tag für Tag dafür arbeiten. Das haben wir diese Woche auch wieder getan und deswegen gehen wir sehr zuversichtlich ins Spiel gegen Paderborn. Ja, und dann rüber zum Kollegen von der dpa, Thomas Prüfer, bitte. Ja, moin moin aus Hamburg. Ich würde gerne nochmal aufs Personal zurückkommen. In Holtby und Comenda jetzt sind ja zwei längerfristige Ausfälle dazugekommen. Teska hat lange gefehlt, Hauke Wahl hat auch lange gefehlt. Denken Sie über Person irgendwie nochmal eine Nachbesserung im Kader nach oder ist er so breit aufgestellt, dass Sie das kompensieren können? Ja, kann ich relativ schnell beantworten. Unser Kader ist so breit und alle Jungs, die zum Einsatz kommen, überzeugen uns Woche für Woche, die dazukommen. Genauso wie letzte Saison in der Rückrunde, wo auch immer alle Jungs, die dann reingeworfen wurden, immer gute Leistung gebracht haben. Deswegen steht es außer Frage. Also wir gehen mit dem Kader in die Saison. Ja, und dann schließen wir die erste Runde mit Fabian Pede von RSH, bitte. Moin Marcel, moin in die Runde. Ich hoffe, man versteht mich. Ja. Hatten ja doch mal ein paar Probleme damit.
Ja, gucken wir nochmal auf Paderborn. Natürlich Tabellenführer nach vier Tagen, Spieltagen, du hast es vorhin schon gesagt, sagt noch nicht allzu viel aus. Trotzdem sehr guten Saisonstart erwischt, auch mit 11 Toren. Was kommt da auf euch zu? Was kommt da besonders auch auf eure Defensive zu, wenn man auch gerade mal auf Felix Platte schaut, der ja einen super Saisonstart erwischt hat? Ja, es kommt eine Mannschaft auf uns zu, die vielleicht ein Stück weit uns auch ähnelt, die Fußball spielen will, die auch so ein bisschen mit Euphorie Fußball spielt. Die gerade im Mittelfeld sehr gute Fußballspieler hat, die da immer wieder den Rücken vom Gegner suchen, von da aus mit Tempo-Dribblings auf die Kette zulaufen, dann die Bälle durchstecken. Das kommt so ein bisschen auf uns zu. Darauf stellen wir uns ein und genauso ähnlich, wie wenn die Gegner uns beschreiben, sind natürlich die Chancen dann von uns auch im Umschaltspiel da, weil da die Räume sind zwangsläufig, weil es einfach keine Mannschaft ist, die Bälle nach vorne bolzt und dann mit 10 Mann hinterm Ball ist, sondern das einfach immer, wollen die Fußball spielen, wollen sich auch Ballfern einschalten. Da gibt es dann immer wieder Räume und da muss man einfach wieder auch das Maß finden zwischen Verteidigen, gute Positionen fürs Umschaltspiel finden. Und genauso gut aber, oder genauso wichtig ist es, oder umso wichtiger ist es, dass wir den Ball haben, dass wir Lösungen mit dem Ball finden. Und deswegen glaube ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn die Zuschauer ein gutes Fußballspiel sehen. Ja, vielen Dank erstmal. Ab sofort würde ich euch bitten, die virtuelle Hand zu heben, wenn ihr Fragen an Marcel habt. Niklas Heiden hat sie schon gehoben. Damit bist du dran. Ja, Marcel, ich habe gestern mit Finn gesprochen, mit Finn Porat. Und Finn Porat sagte, nach dem Pokalspiel in Mannheim hat es so ein bisschen Klick gemacht. Ihr habt euch zusammengesetzt, habt intensiver gesprochen und habt auch so ein bisschen das Spielsystem angepasst, dass ihr ein bisschen enger steht im Mittelfeld. Das sagte er, gefällt ihm sehr gut. Ist das was ihr tatsächlich geändert habt, oder ist das was sich jetzt einfach so entwickelt hat in den vergangenen 2-3 Wochen? Oder ist das tatsächlich was, wo du reingegangen bist und gesagt hast, okay, pass auf, wir stehen jetzt hier enger, dadurch haben wir mehr Kompaktheit und sind griffiger? Naja, wir analysieren ja grundsätzlich jedes Spiel und sollten dann auch immer unsere Lehren draus ziehen. Und ich glaube, wenn man jetzt das Spiel gegen Fürth nochmal nimmt, so ein Stück weit, da war es, glaube ich, schon eklatant, wie groß die Abstände waren in den einzelnen Mannschaftsteilen. Dann ist es aber trotzdem nicht so, wenn man es dann analysiert und bespricht, dass es dann die nächste Woche drauf irgendwie alles funktioniert, weil sonst wäre es, glaube ich, auch zu einfach, Fußballtrainer zu sein. Das ist ja auch immer eine Entwicklung, ein Stück weit Training. Und ich glaube, das haben wir dann gerade in Mannheim phasenweise, aber gerade im Spiel danach gegen Magdeburg haben wir das hervorragend umgesetzt, dass wir einfach eine viel größere Kompaktheit haben auf dem Platz wie die Spiele davor. Und deswegen war das jetzt nicht irgendwie eine Lehre aus Mannheim, sondern es war einfach irgendwie ein Prozess von Anfang an, wo wir gesagt haben, hey, da haben wir Defizite, da müssen wir besser machen. Und ich glaube, es ist uns gerade in den letzten zwei Spielen sehr gut gelungen, dass wir da sehr eng zusammenstehen als Block. Und dann ist es natürlich für den Gegner umso schwerer, gegen uns Torschancen rauszuspielen. Ja, die nächste Frage dann von Thomas Prüfer, bitte. So, jetzt hat es, glaube ich, doch geklappt. Das geht immer erst im zweiten Versuch. Würden Sie, ich müsste noch mal auf Hauke Wahl zu sprechen kommen. Wie weit, weil ich muss das immer ein bisschen aus der Ferne beobachten. Wie weit ist denn der nach der langen Pause jetzt wieder einzuplanen für Sie? Ja, also so, wenn man jetzt war es gegen Magdeburg, waren es ein paar Minuten oder 5 Minuten. Jetzt war es schon eine halbe Stunde. Also von dem her glaube ich schon, dass der Hauke eine Halbzeit oder auch länger spielen könnte. Und trotzdem, das darf man einfach auch nicht vergessen bei allem. Der Hauke hat 5 Monate keinen Sport getrieben. Also das sage ich auch immer wieder. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Der war nicht 5 Monate verletzt. Der hat einfach keinen Sport getrieben. So. Von dem her muss man da vorsichtig sein. Trotzdem hat er das Vertrauen. Ich meine, wo ich ihn eingewechselt habe in Magdeburg, war man zwar ein Mann mehr, aber das war ja nicht irgendwie ein Zuckerchen. Und genauso jetzt in Braunschweig, sondern die Spiele waren alle eng. Und ich habe da volles Vertrauen. Und trotzdem muss man das einfach berücksichtigen, diese lange Pause. Howie ist im Training, das ist wichtig, jeder Tag tut ihm gut. Er ist einsatzfähig und trotzdem will ich ihn eigentlich erst richtig reinwerfen, wenn ich denke, so, er ist 100% soweit. Das wird man im Vorfeld nie genau wissen. Deswegen sind wir da immer in enger Absprache, im engen Austausch. Und ich glaube, er freut sich, wir freuen uns, dass er wieder zurück ist, dass er auch eine halbe Stunde spielen kann. Und deswegen sollte man so weitermachen, aber ihn ohne da unter Druck zu setzen. Ja, dann die nächste Frage bitte von Fabian Pede. Marcel, wie erlebst du denn die Jungs jetzt untereinander? Jetzt so 4 Spiele sind rum. Nach den ersten beiden hast du vorhin schon gesagt, da war die Stimmung so ein bisschen, hätte deutlich besser laufen können. Spornen die sich untereinander an? Ist es eine gute Einheit? Und inwieweit hat das Einfluss auf den weiteren Erfolg des Teams? Naja, grundsätzlich glaube ich, in Holstein Kiel, oder seitdem ich da bin, finde ich da eine Mannschaft vor, die zusammenhält.
Und trotzdem hat natürlich jeder so seine eigenen Interessen, ist ja klar. Also ein Spieler, der nicht spielt, der freut sich dann schon für die Mannschaft, aber der hat ja auch Gedanken, so, weil es läuft gerade blöd für mich. Aber da erlebe ich die Mannschaft, dass die dann trotzdem das Ego hinten anstellen und dann sich in den Dienst der Mannschaft stellen, dass genau diese Fälle, wenn die da mal reinkommen und auch längere Zeit nicht gespielt haben, dass die trotzdem performen und nicht irgendwie durchhängen. Und genauso ein gutes Beispiel sind ja die Einwechselspieler. Da kommen drei Spieler rein, die vermeintlich den Anspruch haben, immer spielen zu wollen und auch zu müssen und auch in der Vergangenheit gespielt haben. Dann ist ja immer so die Frage, da kommen drei Namen rein, die vermeintlich voll gut sind, aber ist dann auch das drin, was auf dem Trikot steht? Und ich glaube, das haben sie eindrucksvoll bewiesen, die drei, sinnbildlich für die Mannschaft, dass sie reingekommen sind und da war auch das drin, was drauf stand. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein Prozess, da müssen wir immer weiter dran arbeiten, da müssen die Jungs auch immer wieder sich gegenseitig anspornen und immer wieder gegenseitig sagen, welche Ziele haben wir denn als Mannschaft und jedes einzelne Ego hinten anstellen. Aber Stand jetzt läuft es ganz gut. Und man hat ja gesehen, so gerade nochmal sinnbildlich, die drei Spiele, die reingekommen sind, haben wir dann schon dazu beigetragen, dass wir das Spiel gezogen haben. Ja, die nächste Frage dann bitte von Finn-Ole Martins. Ich habe nochmal eine ganz kurze Nachfrage zum Kollegen Lukas Kwasniok. Kennen Sie sich eigentlich noch aus der U19-Zeit? Ich meine, Sie waren zeitgleich Hoffenheim- und KSC-Trainer, kann das sein? Gab es da spannende Duelle in der A-Jugend-Bundesliga? Ja, also Lukas kenne ich schon relativ lang. Wir haben beim KSC gespielt in der Jugend, aber er ist ein bisschen jünger. Deswegen ist es ja meistens so, dass die älteren Spieler, also ich eher die älteren kennen und er ein bisschen mehr Bezug zu mir hat. Haben uns dann, aber trotzdem wusste ich schon, wer Lukas Kwasniok ist. Sehr guter Fußballer, der aufhören musste wegen der Knieverletzung, aber der es wahrscheinlich auch sehr weit gebracht hätte ohne seine Verletzung. Und dann haben sich unsere Wege immer wieder gekreuzt. Wir haben einen Trainerschein zusammen gemacht, also die C-Lizenz mal zusammen gemacht. Und dann immer wieder in den Duellen U19 standen wir uns gegenüber. Also von dem her kennen wir uns gut. Ich schätze ihn sehr als Kollegen. Er ist auch, sage ich mal so, fußballbesessen. Hat schon ganz viele Ansätze von Fußball spielen lassen in seiner Trainerkarriere. Also von dem her erwarte ich da auch irgendwie, vielleicht auch ein bisschen was Überraschendes. Und freue mich einfach aufs Spiel und freue mich, ihn wiederzusehen. Dann nochmal eine Nachfrage von Niklas Heiden, bitte. Ja, Marcel, Paderborn gilt ja bisher so ein bisschen als das Offensivmonster der zweiten Liga. Im Schnitt schießen die 18,5 Mal pro Spiel aufs Tor, was glaube ich, das schafft nicht mal der HSV, der nun mit Robert Latzel auch einen extrem guten Stürmer hat. Du sprachst vorhin schon davon, so ein bisschen von Konter die Schnelligkeit auszunutzen, Tempogegenstöße etc. Ist das auch so ein bisschen der Plan dann, um nicht den Fehler zu machen, in diese offensive Qualität von Paderborn reinzulaufen, auch ein bisschen, sagen wir mal, defensiver, ruhiger zu stehen und dann seine Chancen so zu suchen und zu nutzen? Ja, ob wir jetzt von Anfang an so ein bisschen tiefer stehen oder nicht, aber ich glaube, es wird auf jeden Fall Phasen geben gegen Paderborn, wo Paderborn den Ball besitzt und den Ball auch nicht so schnell hergeht, weil sie einfach ballsichere Spieler haben. Und von dem her wird es Momente geben, wo wir ein bisschen tiefer stehen. Und dann gibt es zwangsläufig einfach die Räume im Rücken, wo man dann ausnutzen kann. Aber das ist ja immer, also wenn die Gegner über uns reden, werden die wahrscheinlich immer genau das Gleiche sagen. Also die Mannschaft, die den Ball hat natürlich, wenn sie ein Tor schießen wollen, dann muss man natürlich auch eine gewisse Anzahl an Personal vorne haben. Dann ergibt sich ja immer Räume im Rücken. Also von dem her ist es, glaube ich, jetzt nichts Besonderes. Aber das ist ja schon trotzdem was, wo Paderborn anfällig ist. Und trotzdem wissen wir auch, was auf uns zukommt. Gerade die Ballsicherheit im Mittelfeld finde ich schon herausragend. Und von da aus immer wieder die tiefen Laufwege und da die Abschlüsse. Also da kommt schon was auf uns zu. Aber ich glaube, wir freuen uns drauf. Wir haben eine gute Form, wie wir vorhin auch schon besprochen haben. Wir haben eine gute Kompaktheit im Moment in unserer Mannschaft. Also von dem her ist es auch nicht ganz so einfach, so die ballsicheren Spieler einzusetzen für Paderborn. Aber das alles müssen wir einfach auf den Platz bringen. Und dann glaube ich, kann es ein sehr gutes Spiel werden. Ja, jetzt muss ich einmal ganz kurz fragen, Fabian Pede und Thomas Prüfer, sind die Hände noch oben von den letzten Fragen oder möchtet ihr aktuell noch Fragen stellen? Nein, okay, gut, wunderbar. Dann hat Niklas noch eine Nachfrage, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, letzte Frage dann auch von mir. Ganz am Anfang klang es schon mal an, Thema Spitzenspiel, das Erster gegen Fünfter, natürlich ist erst sind erst 4 Spiele gespielt, keine Frage. Du sagtest jetzt auch, man darf das nicht so hoch hängen. Aber kann man trotzdem von einem Spitzenspiel reden aus deiner Sicht? Ich meine, es ist immerhin, trennt euch ja nur ein Punkt. Und Erster gegen Fünfter ist ja jetzt auch nicht so schlecht als Paarung.
Also ich würde es mal so betiteln, ein Spiel von zwei Mannschaften, die in einer guten Verfassung sind oder in einer guten Form. Ich glaube, so würde ich es mal betiteln. Wir sind total happy so mit unserer Punkteausbeute. Trotzdem ist immer noch der Makel vom Pokal aus. Also das haben wir nicht vergessen. Das ist immer noch was, das können wir jetzt nicht mehr gut machen. Aber das tut uns schon weh. Aber ich glaube, mit der Punkteausbeute sind wir total zufrieden. Aber auch da sind wir für uns ganz klar so. Wir haben jetzt 8 Punkte. Unser Ziel ist einfach, besser zu sein wie letztes Jahr. Da haben wir noch einige Punkte zu holen. Und bis dahin zählt einfach nur das und versuchen, unsere Form zu halten. Und dann freuen wir uns auf ein Spiel zweier Mannschaften, die in einer guten Verfassung sind. Ja, dann kurzer Blick in die Runde. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann war es das von uns aus dem Holsteinstadion. Allen noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann am Samstag. Tschüss.